Aber das hat heute nichts mehr mit Neutralität zu tun, nichts mehr damit zu tun, dass es uns wirklich ums Land geht. Peter Hane hat ein Event veranstaltet und da war auch Eingeschenkt TV, da gab es direkt ein Interview und da hat Peter Hane mal wieder ordentlich gegen die Regierung, aber auch gegen seinen Berufsstand die Journalisten ausgeteilt, aber schaut es euch selbst an. Genau das ist es. Das heißt, diejenigen, das muss man sich mal vorstellen, die für Frieden und Diplomatie eingetreten sind, die wurden verfemt. So ist es. Verfemt bedeutet so viel wie von der Gesellschaft ausgestoßen und man merkt es ja immer wieder, wenn man Frieden fordert, wird man direkt in der Ecke gestellt. Selbst der Papst, denn der hat sich ja jetzt für Friedensverhandlungen eingesetzt und an dem gab es auch harsche Kritik. Der Papst hat die Ukraine zu Friedensverhandlungen mit Russland aufgerufen und stößt damit international und vor allem auch in der Ukraine auf entschiedenen Widerspruch. Und man hat ja auch gesehen, Baerbock hat sich dazu auch geäußert, die war entsetzt. Aber man hat auf der anderen Seite Leute wie Kiesewetter, der davon redet, man muss den Krieg nach Russland tragen und da gibt es noch nicht mal einen Aufschrei. Der Krieg muss nach Russland getragen werden. Russische Militäreinrichtungen und Hauptquartiere müssen zerstört werden. Da sieht man eigentlich, in was für eine Welt wir angekommen sind. Ich bin 40 Jahre lang im Journalismus verfemt worden, weil ich für die Bundeswehr bin, für die Verteidigungsfähigkeit meines Landes, für Waffen. Und Peter Hane hat auch schon 2017 eine Sendung gemacht, in der es geheißen hat, brauchen wir mehr Geld für Waffen, Bundeswehr, NATO und Europa, weil Präsident Trump das ja damals schon gefordert hat. Aber bis heute ist ja nichts passiert. Und die Waffen, die wir haben, die werden jetzt noch in die Ukraine geschickt. Also haben wir eigentlich gar nichts mehr. Dieselben, die heute nach Waffen schreien, waren noch vor ein paar Monaten Pazifisten. Und das ist halt wirklich krass, wie man sich dermaßen 180 Grad wenden kann, wie die Grünen zum Beispiel. Da brauchen wir als Bürger wirklich irgendeine Möglichkeit, was zu tun, wenn man vor der Wahl damit wirbt, dass man keine Waffen in Kriegsgebiete liefert und nach der Wahl genau das Gegenteil fordert, das ist doch totale Täuschung. Und dazu kommt ja dann auch noch, dass die Grünen zwar die meisten Waffen liefern wollen, aber selbst überhaupt nicht das Land verteidigen. Die geringste Bereitschaft, die sehen wir bei den Anhängern der Grünen. Und das, obwohl es ja aus der Parteispitze Woche für Woche laute Forderungen für mehr Waffen gibt. Das ist schon krass. Und dahinter stecken natürlich nicht nur strategische Pläne, sondern schlichtweg wie bei Corona. Das Geld, das Kapital. Und ich wundere mich, wie sich heute linke Leute vom inklusive der Antifa, vom Kapital fangen lassen. Und auch da hat Peter Hane natürlich recht, wenn man hier überlegt, dass hier schon 32 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt wurden für die Ukraine, da profitieren mit Sicherheit der ein oder andere davon. Und was halt auch gar nicht geht, ist, wenn jetzt jemand wie Strack-Zimmermann mit solchen T-Shirts rumläuft, Taurus für die Ukraine zusammen bis zum Sieg, das ist ja die übelste Werbung für die Rüstungsindustrie. Was aber noch viel krasser ist, wenn man sich jetzt hier anschaut, das war die Abstimmung über die Lieferung des Taurus und da gab es bei der FDP nur zwei Mitglieder, die dafür gestimmt haben, dass Taurus geliefert werden soll und bei dem einen war ich echt überrascht, da ist nämlich Wolfgang Kubicki dafür und was wenig überraschend ist, natürlich Strack-Zimmermann, aber selbst in der FDP haben nur zwei Leute dafür gestimmt, das ist schon heftig. Ich bin 1968, habe ich studiert in Heidelberg, in der großen Revolution. Da wären wir doch nie auf die Idee gekommen, hinter dem Kapitalismus herzulaufen. Das sind halt immer so die Ideen, wenn man jung ist und Sozialist ist, dann hat man solche Ideale. Aber sobald man an der Macht ist, dann steckt man sich ja sowieso jeden Posten ein, den man irgendwie kann oder Geld oder sonst irgendwas. Und dann geht es nur noch um das eigene Wohl, dann geht es nicht mehr um das Volk. Und ja, man sieht das ja immer wieder, der Sozialismus funktioniert einfach nicht. Sie haben es eben ganz richtig beschrieben, unsere Zeit ist verrückt. Die ist wirklich verrückt. Und damals ging es ja noch um Verteidigung gegen Angriffe auf das Bündnisgebiet. Angegriffen worden sind wir nicht, stattdessen haben wir Diplomatie abgebrochen. Aber nicht nur das, die Wirtschaft befindet sich in einer dramatischen Lage. Ja, Habeck hat ja selbst gesagt, der deutschen Wirtschaft geht es nicht gut und die entwickelt sich dramatisch schlecht. Aber er hat ja dann auch gesagt... Herr Minister, Sie sagen öffentlich, die Lage ist dramatisch schlecht. Die Zahlen sind schlecht. Also nach dem Motto, der Wirtschaft geht's gut, aber die Zahlen sind schlecht. Okay? Das ist halt einfach unfassbar. Und sowas ist Wirtschaftsminister. Was flächendeckend haben die Unternehmen natürlich Angst, natürlich auch die Mitarbeiter haben Angst. Und da muss man sagen, diese Regierung fährt das Land gegen die Wand. Jetzt hat ja auch Familienunternehmer Markus Miele Teile seiner Produktion nach Polen verlagert und macht für die Entscheidung natürlich die Politik verantwortlich. Und jetzt wird es noch schlimmer, denn RWE hat ja gestern kurzfristig noch 5 weitere Kohlekraftwerke abgeschaltet. Also dieser Standort wird immer unattraktiver. Was sagen Sie zur besten Wirtschaftspolitik aller Zeiten? Ja, das ist doch der Witz in Tüten, dass ich heute Lindner, der nicht rechnen kann.
Und Habeck, der noch nicht mal weiß, was eine Inflation oder was eine Insolvenz und eine Pleite ist. Ich nenne ihn ja nur Vetternwirtschaftsminister. Die unsere Wirtschaft zerstört haben, schreien heute, als wären sie die Feuerlöscher. Genauso ist es hier jetzt. Deutschland wird immer ärmer. Finanzminister will Wirtschaft mit 5-Punkte-Plan retten. Und da sind ja die zwei Profis. Und die haben natürlich diese ganzen Probleme jetzt erst verursacht. Natürlich auch 16 Jahre Merkel davor. Aber die wollen uns jetzt die Lösung dafür bieten. Als ob man denen da irgendwie noch vertrauen kann. Wir müssen uns um die Wirtschaft kümmern. Ja, die ist doch nicht aus Zufall bergab. Heute, wo wir hier miteinander stehen, hat der Bertelsmann Verlag erklärt, alle Mitarbeiter, die der AfD nahestehen, sollen kündigen. What? Und in der echten Demokratie wäre das natürlich der übelste Skandal. Jetzt stellt sich mal einer vor, irgendeine Firma würde sagen, jeder, der SPD wählt oder jeder, der CDU wählt, wird hier nahegelegt, dass er kündigen soll. Bertelsmann-Chef Rabe geht auf Distanz zu AfD-unterstützenden Mitarbeitern. Hier sagt er auch, wenn die AfD nicht für Toleranz und Weltoffenheit stehe, sondern für das Gegenteil, dann widerspreche das den Werten von Bertelsmann diametral. Merkt ihr eigentlich, was er hier erzählt? Es ist auch super tolerant und weltoffen, wenn man noch nicht mal die Meinung von anderen Leuten, von seinen eigenen Mitarbeitern verstehen kann, die eine andere Partei wählen wollen. Im selben Atemzug sagt er dann aber, man müsse auch überlegen, woher ein Phänomen wie die AfD komme. Viele Menschen hätten das Gefühl, dass die Politik ihre Probleme, ihre Sorgen und ihre Nöte nicht löse oder verstehe. Also machen wir da einfach mit. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Das gibt's doch überhaupt nicht. Wie können diese Leute denn jedes Mal sowas sagen und nicht mal merken, dass sie sich selbst komplett widersprechen? Das muss man sich mal vorstellen. Erstens ist das ein undemokratischer Akt, den es auf deutschem Boden in dieser Schärfe noch nie gegeben hat. Aber ich sehe das immer ganz schlicht und realistisch. Die Zeitungen und Zeitschriften sind im freien Fall. Das sieht man auch immer wieder. 1983 gab es noch ein Hoch von 30,1 Millionen Tageszeitungen, die am Tag verkauft wurden. Und 2023 waren es noch 10 Millionen. Also das ist schon krass. Und Cicero schreibt auch, Zeitungssterben, das Konstrukt Tageszeitung ist überholt. Die haben kaum mehr Auflage. Eher die Leute jetzt entlassen. Stellen sie sich lieber als Gutmenschen hin und sagen, dann sollen die AfD-Leute gehen. Ja, ich habe auch den Eindruck, das sind ja gar keine Medien mehr in dem Sinne, sondern Hofberichterstattung. Hofberichterstattung. Ich habe vor 50 Jahren gelernt, von meinem ersten Intendanten, auch in allem, was damals üblich war. Journalist heißt immer zweifeln, alles hinterfragen, nichts sofort für bare Münze halten, investigativ da sein und das Wichtigste, Meinung von Nachricht zu trennen. Heute sieht man es den Moderatoren ja schon am Gesicht an, was sie denken. Da kann man Peter Hane auch nur recht geben. Es ist wirklich so, dass man mittlerweile den Leuten im Gesicht schon ansieht, wen die quasi unterstützen. Und schreibt mal eure Meinung dazu in die Kommentare. War ein sehr aufschlussreiches Interview wieder von Peter Hane. Danke für euer Zuschauen.